Hallo Steinbock, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Steinbock. Heute möchte ich gerne mit dir dieses Liebesvideo, die Liebeslegung für deine Energien mit dir teilen und dir zwei Optionen anbieten. Option 1, mein Mexiko-Frosch und Option Nummer 2, mein Engel. Okay? Schau dir das Video bis zum Schluss durch, wenn du magst. Und wenn nicht, nehme einfach eine von den beiden Optionen und wir schauen einfach mal, was ist das, was die Karten dir sagen möchten. Okay? Klar, natürlich immer ausschlaggebend, wenn du bereit bist zu resonieren. Ja? Du hast auch die Möglichkeit, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Alle Kommentare sind kostenfrei und ich antworte auf jedes einzelne Kommentar. Okay? Und was halt für dich auch wertvoll sein könnte, wenn du es möchtest. Okay? Steinbock, atme einmal tief durch. Zweimal tief durch, dreimal tief durch. Und jetzt frage die Karten, was erwartet mich in der Liebe? Okay? Was erwartet dich in der Liebe? Wir schauen einfach mal. Wir haben heute eine sehr gewissenhafte Energie hier. Der Fluss der Energien von Steinbock wird gerade freigesetzt werden. Steinbock, Stierjungfrau Steinbock, du bist gerade in deiner eigenen Energie. Entweder bist du schon bereit, eine Liebesbotschaft zu hinterlassen, jemandem etwas zu sagen, jemandem zu zeigen, wie sehr du diesen Menschen liebst oder begehrst. Es kann aber auch sein, dass einige von euch schon gerade auf dem Weg sind, eine neue Liebesgeschichte anzugehen oder sich der Liebe wieder zu öffnen. Das heißt, was ich gerade schon mal gesagt habe, ja, bevor ich die Karte gezogen habe, befreie den Fluss deiner eigenen Kreativität, deiner eigenen Liebe, deiner eigenen Bemühungen, deiner eigenen Großherzigkeit, deiner eigenen Vision. Wir haben hier einen Steinbock, der einen Zyklus schließen wird, der Unstabilität, ein Zyklus der Sehnsucht, ein Zyklus der Missverständnisse, ein Zyklus der Finanzen, also äußere Einflüsse. Aber wir gehen da nicht drauf ein, weil wir sind in einer Liebeslegung. Das heißt, Stier, Jungfrau, Steinbock, Schütze, Widder, Löwe werden wichtige Energien sein. Okay, für dich, aber vorsichtig mit sexuellen Versuchungen, vorsichtig mit Dreieckskisten. Du wirst sehr anziehend sein, sehr passioniert sein, sehr leidenschaftlich dich fühlen oder auf jemanden wirkst du sehr leidenschaftlich, sehr anziehend, aber sei vorsichtig, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Okay? Wir haben eine Steinbock-Energie, wo wir sagen, die Liebe kommt in dein Leben, wenn du es möchtest. Für andere ist es aber auch so, die keine Partnerschaft möchten. Ordnung kehrt rein im Inneren. Das heißt, du kannst dich mehr auf dich selber konzentrieren, auf deine Bedürfnisse, die Arbeit ein bisschen zurücklassen, deinen Seelenprozess leben, deine Lernaufgabe weiterhin anzugehen. Die Nostalgie, die Sehnsucht, alles das kommt raus. Wir haben nämlich einen kompletten Bewusstseinssprung, einen kompletten Entwicklungsschub für Steinbock in der Liebe. Aber nichtsdestotrotz, beschütze, was du liebst, habe ich dir vorhin gesagt. Und was du liebst, bist du selber. Und hier geht es auch darum, ja, gestärkt nach vorne zu gehen. Und hier geht es auch darum, was ich vorhin schon mal gesagt habe, beschütze die Liebe, öffne dein Herz und gehe nach vorne. Eine neue Energie möchte in dein Leben kommen, aber das geht nur, wenn du den Fluss deiner eigenen Energien befreist, also befreie alles das, ja, was verklemmt ist, was verhärtet ist, damit die neue Energie, die neue Liebe kommen kann. Und in einer Partnerschaft auch wieder neuen Flow reinzubringen. Also bringt den Flow rein. OPN, KUG, JB, E, WM und G. Okay? Denkt dran, wenn ihr eine private Legung haben möchtet, schreibt mich an per WhatsApp und ich gebe euch zeitnah noch einen einzigen Termin für Februar. Alles andere ist schon im März freigeschaltet, also schreibt mich an. Okay? In Option Nummer 2, Steinbock. In Option Nummer 2, Steinbock. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Und fragen wir jetzt gemeinsam, was erwartet Steinbock? Schau mal. Eine Befreiung, eine Klarheit, eine Leichtigkeit, eine ich lass dich gehen, ich lass dich zurück, ich öffne mich der Liebe. Stier, Jungfrau Steinbock, ja, sind sehr markant. Aber auch hier haben wir deine eigenen Energie, die uns aufzeigen, wie schön es ist, dass Steinbock die Liebe aus einer anderen Sicht sieht. Nicht mehr den Pinökel von Ex-Partnern hinterher zu rennen, ja. Nicht mehr diesen ersten Wow-Effekten von irgendjemandem, der sagt, du hast schöne Augen, ja, wie Butter zu zerschmelzen, hinterher zu rennen. Nein. Steinbock hat gelernt, die eigenen Gefühle besser zu sortieren
und dadurch auch im Einklang mit der Seele von sich selber zu sein. Die Großherzigkeit wird sich in der Liebe widerspiegeln. Das heißt, wir haben eine Seelenpartnerschaft, die im Anflug ist, eine Seelenpartnerschaft, die wieder in Kommunikation kommt, eine Seelenpartnerschaft, die mit dir in Verbindung treten möchte. Wir haben Stierjungfrau Steinbock, wir haben aber auch Krebsfische Skorpion. Und wir haben hier vor allen Dingen die Imperatorin, die sagt, wir sind bereit, okay, auch für die Schützen, Löwe und Widder, hier nochmal zu zeigen, dass deine innere Ordnung der Schlüssel ist für die Liebe. Egal, ob du Kinder hast oder nicht, lasse die ganzen mentalen Konflikte zurück und lebe die neue Liebesgeschichte, die auf dich zukommt. Für Schütze und für Steinbock und für einige anderen Energien ist die Wahl wirklich getroffen worden, auf eine neue Energie dich einzulassen. Lasse dich umwerben, lasse dich verführen. Lasse nichts zu, dass dich irgendjemand aus der Bahn wirft, sondern lebe und liebe und genieße. Dein Engagement wird zeigen, wie schön es ist, okay, sich wirklich der Liebe zu öffnen. Also unglaublich schön. Unglaublich schön. Wir gucken aber im März nochmal nach. Wir haben ja bald die Märzlegungen. WMZR, DX, F, H, S und L. Okay, passt diese Buchstaben an. Wenn nicht, lass sie zählen. Denk dran, der Seelenruf ist ausgerichtet. Steinbock, okay. Lasse den Fluss deiner Energien frei, weil die Liebe klopft nicht an deine Türe, sondern die Liebe schwingt schon in deiner Seelenenergie. Du darfst es einfach nur erkennen. Unglaublich schön. Denk dran, lass mir deine Kommentare hinter diesem Video und ich freue mich darauf, wirklich euch die Monatslegung März in den nächsten Tagen mit auf den Weg geben zu dürfen, weil es wird sehr spannend. Die Zahl 35, die 18 und die 7 möchten hier reden aus irgendeinem Grund und die Zahl 2. Bis dahin, Steinbock. Alles Liebe. Bye.